Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Pambox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pambox ist in Kooperation mit Foodist eine Box von Pamela Reif. Die kostet 30 Euro oder 29,90 Euro, glaube ich. Erscheint alle 2 Monate und wir haben hier Food-Produkte und Beauty-Produkte und Lifestyle-Produkte und so drin. Ja, ich wollte ihr mal wieder eine Chance geben. Eine riesige Box, die super leicht ist. Und ich hoffe, dass es jetzt irgendwie mal wieder besser wird. Also anfangs war es so, dann wurde es besser, dann wurde es richtig schlecht, dann wurde es wieder okay. Und ich will jetzt einfach wieder mit euch mal reingucken. Dann schauen wir mal, was jetzt dieses Mal hier drin ist. Das ist ja quasi die Dezember- und Januar-Box. Und ja. Ich gebe immer mal wieder noch eine Chance, um zu schauen, was drin ist. Ich möchte einfach immer gerne, dass der Wert von den Produkten, die hier drin sind, auch den Preis für die Box übersteigt. Und vor allem möchte ich, dass die Box, die Produkte, die hier drin sind, auch wirklich für mich persönlich 30 Euro wert sind, sodass ich sage, Mensch, die hätte ich auch im Laden dafür ausgegeben. Ne? Und ja, aber wir schauen einfach mal, was uns diesen Monat erwartet. So, okay, also ich sehe schon Food-Produkte, die mich hier so anlachen und dann haben wir hier die Pamela Reif, eine wunderschöne Fitness-Influencerin, ne? Und dann schauen wir mal. Dear Foodist, frohe Weihnachten! Zeit für den kuscheligsten Jogginganzug, eine noch kuscheligere Decke auf dem Sofa, ein Christmas Dance Workout und zum krönenden Abschluss ein leckeres Plätzchen. Nicht nur eins. Wirklich nicht. Ich wünsche dir von Herzen ein paar wundervolle letzte Tage im Jahre 2022 und motiviere dich mit ganz offenen Augen und Ohren auf das Schöne zu achten. Nicht stressen lassen, sondern einfach nur genießen. Jeden Keks, jeden blöden Regentropfen, der eigentlich hätte Schnee sein sollen und vor allem jede Umarmung von der Familie. In dieser Box schöne Farbe, oder? Höhö. Ja, ich mag Rosigold. Ist wirklich hübsch. Ich habe auch heute rosigoldenen Schmuck an. erwarten dich. Dann hat sie auf jeden Fall die Produkte aufgeführt. Und dann noch was von Pambox. Und ja, viel Freude beim Probieren. Ich freue mich über dein Feedback. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr. Ich freue mich schon darauf, deine Pamela. Ja, dann sind die Produkte aufgeführt. Dann halt auch genau dazu geschrieben, warum sie das ausgewählt hat, ne? Und ja, dann hat sie hier ein Rezept mit reingepackt. Das finde ich auch ganz schön. Das ist jedes Mal mit dabei, ne? Und das kann man dann theoretisch auch sammeln. Jo, okay. Wir sind auf Weihnachten eingegroovt und schauen in die Box hinein. Das Erste, was uns erwartet, ist ein Tee. Das passt natürlich in die Weihnachtszeit oder in die kalte Jahreszeit. Süße Kamille, ein Bio-Kräutertee mit 20 Teebeuteln von Choice. Und das ist halt so ein richtiger, ja, ich sag mal, Erkältungstee. Ne? Kamille ist für mich einfach, wenn du krank bist, nimmst du Kamille. Kamillentee, ist so. Das kannst du dir auch super ausdrücken, die Teebeutel, und auf die Augen packen. Das ist gegen müde Augen dann auch ganz schön, ne? Ja, also, ja, ist schon krass. Mit Bio-Kamillenblüten, Bio-Süßholz, Bio-Anis, Bio-Fenchel, Bio-Lavendelblüten, Bio-Vanille-Extrakt und Bio-Vanilleschoten, ne? Jo, ein Tee. So fängt das Ganze schon mal an. Passt auf jeden Fall zum Thema. Dann, die Verpackung fühlt sich ganz komisch an. Wie so Schmirgelpapier von Zweifel, witzig, war ja Bean Salt Snack, never fried. Okay, also nicht frittiert, mit viel Erbsen und Bohnen, sehr, sehr interessant. Okay, das muss ich mal probieren, wie mir das so schmeckt, ne? Doch, also solche Chips mag ich persönlich immer ganz gerne. Und es passt natürlich auch zu der Pamela Reif, weil sie ja auch Fitness-Influencerin ist. Dann hast du hier die Ballaststoffe und so ein Kram, ne? Wenn du die Bohnen und die Erbsen hast. Das kann auf jeden Fall was werden. Ja, mag ich. Chips, bist du bei mir ganz gut aufgehoben. Dann habe ich hier Mix 4 Sprossen Beutel. Die würzig frechen, in fertig gezogenen Sprossen roh als Snack, als Beilage zu Gerichten oder kurz gegart genießen. Hä? Von Pep Up Life. Was ist das? Da sind Linsen und Radieschen drin. Mikrowurzeln nicht mit Schimmel verwechseln. Für Kleinkinder ungeeignet. Harte Körner können vorkommen. Vorsicht bei Zahnschäden. Was
ist das? Huch, Beutelfolie und Karton aus nachwachsenden Rohstoffen. Oha, okay, also du machst das. Erstmal bei ungefähr 20 Grad für 8 bis 10 Stunden in Wasser, dann gießt du das Wasser ab, dann 2 bis 3 Tage bei Raumtemperatur einfach in der Schüssel lassen, ein bis zweimal am Tag spülen und dann kannst du es essen. Also du musst quasi diese Sprossen keimen lassen. Das ist auch interessant, oder? Ich meine, sowas passt auch in so eine Box. Das ist ein bisschen mehr fancy, ist ein bisschen was anderes und dann wird man einfach mal animiert, sich ein bisschen gesünder zu ernähren. Ja, irgendwie finde ich das cool. Dann habe ich hier etwas drin, Lipo Vibes Pure Q10, Increased Bioavailability, Patented Formula, Science-Based Nutrition. Ist das Nahrungsergänzungsmittel? Ja, okay, das mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne in Boxen. Ne, brauche ich jetzt nicht drin haben, da habe ich lieber wirklich normale Nahrung drin. 10 Milliliter sind hier drin enthalten und ja. Inhaltsstoffe pro Tagesdosis, 6 Tropfen hast du pro Tag, okay. Ja, Alkoholgehalt, das heißt, ich darf es nicht nehmen. Nicht geeignet für Schwangere und Kinder außerhalb der Reichweite von Kindernlagern. Natürlich ist es dann aber auch nicht geeignet für stillende Frauen, ne? Sollte man hier auch vielleicht draufschreiben, weil kein Alkohol bitte. Aber gut, ja, ja, Nahrungsergänzungsmittel. Habe ich jetzt nicht so den positivsten Vibe zu, ne? Das wisst ihr ja, also dass ich halt einfach sage, Mensch, sowas brauche ich jetzt nicht in Beautyboxen drin haben. Wobei hier muss man halt sagen, hier geht es halt wirklich um so ein Q10-Gedönsen, ne? Also dass du quasi dieses Beauty-Drink-Vibe-Gedönsen hast und jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt hier irgendwelche Nährstoffe im Sinne von Vitamin D oder so ein Kram hier drin oder Eisen, ne? Das ist jetzt hier nicht drin enthalten, was ich positiv finde, weil sowas gehört einfach nicht in eine Beautybox. Ja, werde ich jetzt nicht verwenden. Bin ich ehrlich? Nee, eigentlich nicht so. Dann habe ich hier von Foodist Snack Bites Cookie Dough. Die mag ich, die finde ich lecker, da freue ich mich drüber. Ist jetzt nicht das hochpreisigste Produkt der Box, ne? Aber das sind halt Sachen, die mag ich gerne essen. So Keks, Teig, Snack Bites feiere ich, esse ich mir gerne nachts, wenn Julius wach wird und gestillt werden möchte, dann esse ich mir mal irgendwas. Deswegen passt das natürlich total gut. Dann habe ich hier noch mein Cashew-Pasta-Topping Chili-Knoblauch. Oh, von Bio-Vegan, vegane Parmesan-Alternative. Aha, und dann mit Chili-Knoblauch. Das heißt, es wird dann so ein bisschen würziger schmecken. Das sind nämlich Cashews, gemahlen Hefeflocken, Chiliflocken, Paprikaflocken, Salz und Knoblauchpulver drin. Hört sich gut an. Ist wahrscheinlich wirklich eine gute Alternative zu dem Käse. Ja, ne? Definitiv. Warum nicht? Und dann habe ich hier noch in der Box etwas drin. Ne, das sind noch weitere Produkte. Oha, zwei Sachen. Okay. Also zum einen habe ich hier Keksteigausstecher, die verfolgen mich, aber es ist jetzt ja auch gerade die Zeit dafür, deswegen ist okay, ist ein Rentier, ist ganz süß, hat jetzt nicht so den ultimativ krass hohen Wert, ne? Ist uns glaube ich allen bewusst, ist halt hier jetzt mit in der Box, ich weiß gar nicht, von Dr. Oetker, na guck, jo, kostet dann vielleicht 1-2 Euro so ein Ding, ne? Okay, und dann haben wir hier noch eine To-Do-Liste, a thing that made me happy, okay. Eine To-Do-Liste, wo man dann halt entsprechend seine, also die werde ich verwenden. Und jedes Mal musst du dann unten draufschreiben, was dich davon dann am meisten glücklich gemacht hat wahrscheinlich. Ja, ist okay, ne? Also werde ich verwenden, weil ich mir sowieso immer To-Do-Listen schreibe. Das ist tatsächlich mal was Praktisches. Kann man machen. So, das war jetzt der Inhalt der Box. Darfst du nicht vergessen, 30 Tacken. Hätte ich dafür nicht bezahlt im Laden. Einfach, weil ich mir diese Nahrungsergänzungsmittel nicht gekauft hätte. Und nee, also das ist mir jetzt einfach heute nicht wert gewesen. Ja, wahrscheinlich haben diese Tropfen halt einen relativ hohen Wert, sodass du halt dann auch ein okayes Preis-Leistungs-Verhältnis hast, aber nicht jeder verwendet halt sowas. Deswegen ist es dann halt immer schwierig. Sehe ich genauso wie, wenn die halt in solche Boxen einfach ein Avant-Produkt mit reinknallen, damit man sagen kann, aber wir haben einen Wert, der höher ist als der Boxenpreis. Yay, aber ja. Macht das jetzt hier irgendwie auch nicht irgendwie fantastischer, ne? Weiß ich echt nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so in so einer Pam-Box
sehen wollen würdet, was euch so catchen würde. Und dann war es das hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!